Willkommen hier in Aurora Shores. Ja, einen kanadischen Teil, glaube ich, ist das. Oder sogar Amerika, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, wir fahren hier wieder mit dem Auto. Ich habe schon mal gejagt auf der Karte. Ist da runter. Man sieht's. Wir werden aber auch nicht die Mission machen. Ich möchte heute mal dorthin fahren. Also wir werden da nicht unbedingt jetzt machen, was die sagen, weil, wie gesagt, es wird die nächsten Folgen auch hier auf dieser Karte stattfinden. Bis eben der Afrika-Deal-Sieg. So, wann in den frühen Morgenstunden? Es ist 6.45 Uhr. Interessante Spezies. Nee, nicht. Unser Ziel liegt einen Kilometer vor. Und da hinten. Ich glaube, da ist nichts. Da ist nämlich ein See dort vorne. Noch begutachten. Um eben auch ein bisschen im Innere zu kommen einmal. So wie das in Afrika auf jeden Fall nicht abrennen, kann ich euch gleich sagen. Wir werden in Afrika nämlich viel abgehen. Viel abgrasen, die Karte kennenlernen. Denn wir wollen nicht genießen Afrika. So, ich habe mir auch gekauft. Jetzt aber noch. Jetzt auf der 5, okay. Ein neues Fernglas. Hat ein höheres Zoom, hat eine bessere Bildqualität. Schauen wir mal, wie es uns unterstützen wird. Gut. Kann ich hier nicht viel sagen. Nichts neu. Hat mir halt 1000 gekostet. Wir haben jetzt noch 1000. Ich habe nachgeschaut. Ein Privatgebiet quasi. Die Jagderlaubnis zu kaufen kostet 4500. Es gibt eins hier in Aurora Shores. Sonst gibt es immer vier. Ich nehme an, in Afrika wird es auch eins geben. Das heißt, diese 4500 sollten wir auch uns zusammensparen, dass wir wirklich Afrika komplett erleben können. Also, das ist jetzt einmal Ziel 1, Geld farmen auf dieser Karte auch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier gibt auf dieser Karte. Das ist in Kanada auf jeden Fall, weil das ist da westkanadischer Elch. Elch gibt es auf jeden Fall, den Braunbär wird es hier geben. Das Karibu gibt es hier. Ja, hier ist. Wird auch wahrscheinlich hier nicht aufgelistet sein. Gut. Schauen, was uns heute erwartet in dieser neuen Karte. Bis jetzt haben wurden wir in jeder Karte ein bisschen belohnt.
Straße da entlang. Hier auch bei einem zweiten See. Ja, da werden wir rund um die Straße beobachten. Wo gibt's? Eine Kanzel auf jeden Fall. Eine Kanzel, das könnte auch schon Bild sein. Okay. Nichts zu sehen hier. Es ist die ausgestorbene Karte noch. Man hört auch keinen Mucks und so. Jetzt echt gespannt. Ob da jetzt bald was kommt. Kein Ton, kein Mucks, gar nichts hier rundherum. Irgendwas in der Distanz spotten können. Ja, natürlich gehen und von dort aus schauen, ob wir ein bisschen mehr spotten können. Stand, neue Entdeckung gemacht. Das ist tatsächlich was. Geht aber halt weg. Mich trotzdem darauf begeben, vielleicht ist der dabei. Noch vor sich geht. Das Ding auf jeden Fall. Also rauf. Nichts verschrecken. Schön. Also ich muss sagen, geiles Landschaftsbild. Was ich jetzt nicht verstehe, ich kriege jetzt keine Anzeige.
Ein Tier. Ich kann in mein Inventar kurz, weil ich da jetzt was ein besseres gekauft habe. Lustig. Ah, man muss ein Gespür sein. Dann erwachsener L, Stufe 2. Den nehme ich auf jeden Fall jetzt weg einmal. Gut, 100 Meter. Offen habe ich. Links rennt weg. Ist jetzt umgeknickt, sieht man nicht mehr. Sieht man nicht. Weiß nicht, ob er jetzt umgeknickt ist oder nicht. Oh, er steht da noch. Wo dorthin? Bin ich echt gespannt. Elch. Da in und da. Ich hab mit der Vierer geschossen. Das war jetzt natürlich sehr, sehr lost. Schauen, dass ich an den jetzt noch einmal rankomme, dann noch einen sauberen Schuss drauf platzieren könnte. Ich habe keine Stufe 6 Waffe. Da ist das Weibchen und dahinter Männchen. Mitte waren. Hundert anstellen. Da kommt ein hier. 150 auch noch. 50 nehmen. Wir haben jetzt 3 Schüsse draufgebracht. Sollte auf jeden Fall reichen. Also erste Elchjagd war eigentlich sehr cool, sehr schön.
Jedoch sollte man nicht mit einer Stufe 4 auf dem Stufe 6 Tier schießen. Könnte auch den Bären erklären. Dahin steht jetzt eh nichts. Ja, also ist dann gleich zusammengezackt. Dann nochmal an. Fuß Nummer 1 traf den linken Lungenflügel. Fuß Nummer 2 auf die Wirbelsäule, also das Rückgrat. Schuss Nummer 3 ging dann einfach hin. Schuss Nummer 4 ging in den linken Lungenflügel. Hat den Rest erledigt. Natürlich zu viele Schüsse auf das Tier. Wir hatten jetzt eine Elchjagd in der Folge. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es dann ein bisschen erfolgreicher.